Leistung, ja, die Leistung runter. Bodenfreiheit gehe ich auch runter. Sieht immer geil aus. Die Bremsen. Die Bremsen, wie mache ich die? Brauche ich im Rennen, brauche ich die Bremsen? Ah, nicht unbedingt. Handling, Lenkung brauche ich nicht. Turbo. Gehe ich mal ein bisschen auf hoch. Aerodynamik verstehe ich diesmal nicht. Lenkung, Handling. Auch nicht. Bremse. Ach. So, jetzt erstmal annehmen. Auslassen und dann Sprint fahren. Gut, ja, Geld bringen wir 3000. Die Route, da ist eine spitze Kurve drin. Hier, an der Ecke hier. Da muss ich gucken. Aber da ich Camden Beach freigeschaltet habe, werden auch ein paar Renten in die Richtung gehen. Und dann sehen wir mal eine ganz neue Location. Eben immer für die, die es nicht gespielt haben. Für die, die es schon gespielt haben, die kennen das ja sicher. Sollte ich vielleicht doch ein wenig drehen. Verdammt. Okay, ich weiß schon, Aerodynamik ist ja für was gut. Also, wieso sollte ich die nicht benutzen? So eigentlich nicht. Das ist ja nur die Frage. Ich meine, so ein bisschen Bodenhaftung ist ja auch recht hilfreich. Da der schon eigentlich von Grund auf, also in der Ausstattung schon eine gute Behaftung hat, brauche ich ja jetzt auch nicht so viel. Sind die zwei Lieder übereinander? Das ist ja komisch. Hab ich angehört, das wird mir irgendwann jemand noch ein Tor babbeln. Irgendwie gedämpft durch die Kamera. Jetzt kommt der. Kein U-Turn, sondern ein V-Turn. Ein V-Turn. Wenn man es dann so ausdrücken würde, auch Englisch mal wieder. Eigentlich ganz viel Fahrt. Der ist komisch breit. Muss man laden können. So ein breites Ding. Wenn man so breit das schon wieder geil aussieht, aber. Mal sehen, was das für ein Wagen ist. Gut, dann machen wir schon mal eine ordentliche Zeit unterwegs. An dem Wagen gibt es hier nicht zu meckern. Nur vielleicht, dass er eventuell ein wenig leicht geht. Mal mit dem nicht. Ah, wieder dieser komische Hügel. Nein! Das gibt's nicht. Puh, also das war jetzt mal gerade richtig gemein. Na gut. Dann geht's eben jetzt nochmal das Mal aus. Oh. Hat sich mal einen schlechteren Start oder die anderen einen besseren? Auch egal. Ach, das ist ein nee, der Shelly ist das nicht. Was ist das für ein blöder Wagen? Okay. Kein Plan. Naja, was soll's. Ich bin jetzt erstmal vorne. Sollte auch erstmal so bleiben. Ja, sieht ganz gut aus. Ich habe einen Abstand dazwischen gebracht. 150 Meter beim zweiten. Ach, da fahre ich das nämlich durch. Da war ich zu spät. Da kann ich mich da irgendwie verhauen. Oh.
irgendwo eine Kante reingefressen. Möglicherweise noch. Wenn ich so gut war. Gut, jetzt kann ich eigentlich hier schon von Gas gehen, bremsen, und gleich mit dem Haufen Nitro wieder auf 120 beschleunigt. Ah, was? Das sind die Probleme. Okay. Und mit der Nummer bin ich schon mal richtig gut durchgekommen. Ja. Sieht doch richtig gut aus, finde ich. Zumindest im Moment. Ich kann es ja mal so probieren. Ob das was bringt. Aber ich tippe mal eher nicht. Boah, oh, Auto. Ja, hier kommt schon das gerade Stück. Ja, 207 km/h ist okay. Oh, okay, ich muss lesen. Ja, wie nervig. Die Polizei hat deinen Wagen im Auge und um die Spitze der Blacklist zu... Spitze der Blacklist zu erreichen, wirst du mehrere Wagen fahren müssen. Wenn die Fahndungsstufe eines Wagens zu hoch ist, stell ihn ab. Die Fahndungsstufe des geparkten Wagens sinkt, wenn du Rennen gewinnst und Verfolgungen entkommst. Ersatzwagen sind auch für den Fall nützlich, dass dein Lieblingswagen konfisziert wird. Ist noch nicht der Fall, das ist, wenn man festgenommen wird, dann wird der Wagen abgeschleppt und nach dreimal abschleppen ist er konfisziert. Blöde Sache. Wenn du keinen Wagen mehr zum Fahren hast, ist das Spiel zu Ende. Mach dir einen Plan, welchen Wagen du willst und welche du tunen wirst, da dir ansonsten das Geld ausgeht. Denk dran, wenn du knapp bei Kasse bist, kannst du auch jederzeit einen deiner Wagen verkaufen. Logische Sache. Und, na gut, der Tipp ist sogar noch recht sinnvoll. Und jetzt kann ich hier gerade... Okay. Schön. Wieder zurückfahren. Damit ich eventuell die Radarkontrolle kriege. Fragen, wie kam Hadi? Ach, das reicht schon. 191. Naja, so wenig ist das jetzt auch nicht. Ah. Hey, ich hab mich mal umgehört und angeblich wettet diese Mia ganz schöne Summen auf dich. Ich mag sie nicht. Sie hat auch ein echt langes Register. Die Cops beobachten sie also bestimmt. Halt dich lieber von ihr fern. Okay, da sind wir geteilter Meinung, aber... kein Problem. Nein, das ist nicht gut. Dafür müsste ich wahrscheinlich die Bodenfreiheit ein bisschen ändern, damit ich da über die Kanten besser rüberkomme. Und wisst ihr was, das mache ich auch gerade mal. Hä? Irgendwas? Okay, da hat gerade irgendwas funktioniert, ich weiß auch nicht, was. Ja, ist ja eigentlich auch egal. Ja, da habt ihr gesehen, ich bin nicht mehr so drüber gehubbelt, gerade eben. Ich bin einfach irgendwie drüber gefahren. Und schöne Fluganlage, noch eine Fluganlage, ein Einlager. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Osten auf dem Chancellor Way. Alle Einheiten im Umkreis bitte melden. Und da sehe ich auch. Doch, genau. In die Richtung eine grüne Fahne. Okay, da. Wow. Und hier ist eine. Ich muss auch nach links. Nicht so gut. Ich war anscheinend irgendwo vor mir lang. Nee, jetzt ist er nicht mehr oben mal da. Ich war gerade aus, von daher interessiert mich das jetzt nicht mehr. So. Grün war... Hat ja nicht gerade eben schon drüber geredet, was grün war. Oho.
lustig, schöne Einlage.